Matthias Brandt, herzlichen Dank, dass Sie an diesem heißen Sommertag nach Berlin gekommen sind, um über Deutschland zu sprechen, das Deutschland der Vergangenheit, das Deutschland der Gegenwart. Es gibt ja viele, die sagen, wir erleben im Moment so etwas wie eine Zeitenwende. Wir haben eine schreckliche Pandemie, womöglich hinter uns, womöglich verlässt sie uns nie. Wir haben eine Ära Merkel, die nach 16 Jahren zu Ende geht. Wir haben eine Klimaherausforderungen. All das beschäftigt uns in diesem Jahr ganz besonders. Und Sie werden in diesem Jahr, in wenigen Wochen, 60 Jahre alt. Wir treffen uns hier im Tränenpalast in Berlin und der ist gebaut worden wenige Wochen vor Ihrer Geburt anlässlich des Mauerbaus, der am 13. August 1961 stattfand. Sie sind sozusagen ein Nachmauerbau-Kind. Was bedeutet Ihnen dieser Ort? Was verbinden Sie als gebürtiger Berliner mit der Erinnerung an dieses Monstrum in der Stadt, das es nun schon so lange auch nicht mehr gibt? Ja, ich bin ja zwar in Berlin geboren, habe aber nur meine allerersten Lebensjahre hier verbracht und mein Heranwachsen und meine wesentlichen Prägungen habe ich ja in Bonn erfahren und nicht in Berlin. Insofern sind das gar nicht so viele persönliche Erinnerungen, die ich ja daran habe. Ich bin, glaube ich, in diesem Gebäude, als es in Funktion war, überhaupt nur ein- oder zweimal gewesen in meinem Leben. Bei Berlin besuchen, wo man dann eben auch mal nach Ost-Berlin rübergefahren ist. Aber da ich dort auch keine weder Verwandte noch Freunde hatte, sondern das reine Neugierbesuche waren, hielt sich deren Anzahl eben auch in Grenzen. Insofern verbinden sich mit diesem Ort für mich jetzt keine großen starken persönlichen Emotionen. Ich bin heute zum ersten Mal seit Jahrzehnten hier drin und zum ersten Mal hier drin, seit es nicht mehr die Funktion hat, für die es errichtet wurde, war als erstes überrascht, was für ein schönes Gebäude das ist, wenn man das sagen kann. Ja? Das ist doch irgendwie durchaus architektonisch gelungen, was ja sicherlich auch so beabsichtigt war, um den eher traurigen Anlass der Errichtung nicht so im Vordergrund stehen zu lassen. Ja? Also das kann man sich schon vorstellen, aber es ist eigentlich ein heller und angenehmer Ort. Ja. Es hält vor allem ein Ort, auch der Ort heute ohne Klimaanlage, aber eben auch durch diese großen Fensterfronten, klare Linien der 60er Jahre, transparent, durchlässig, offen und gleichzeitig ein Ort, der für viele eben eine traumatische Vergangenheit erinnert. Das ist ja hier aufgehoben in diesen Schauwänden, die wir sehen mit diesen Zeugnissen, nicht umsonst heißt es Tränenpalast, weil hier so viele Menschen tatsächlich Tränen verloren haben, weil sie hier Abschied nehmen mussten von den Besuchern aus dem Westen. Ihr Vater war regierender Oberbürgermeister von Berlin, regierender Bürgermeister von Berlin, heißt es, glaube ich, korrekt, als die Mauer gebaut wurde. Und er hat unter anderem Kennedy angerufen und gesagt, tut doch mal was dagegen. Und Kennedy hat ihn im Stich gelassen oder hat ihm einen Pragmatismus irgendwie nahegelegt, sich mit den Verhältnissen zu arrangieren. Haben Sie darüber später gesprochen in der Familie? Weil Sie waren ja noch nicht geboren, als das passierte. Und so aber ist es. Ein Thema in der Familie? Naja, also natürlich gab es immer mal wieder so Erzählungen aus der Zeit, obwohl ich, wenn ich das mal ganz generell versuche, wieder aufleben zu lassen, die Erinnerung, wie das war als Kind und wie über diese geschichtlichen und ja durchaus auch oft weltgeschichtlichen Ereignisse, die da sich bei uns zu Hause zutrugen, auch wie darüber geredet wurde. Aber eigentlich
das ist, glaube ich, eine falsche Vorstellung, dass das jetzt in so einem Familienalltag sehr präsent wäre oder ein Thema immer, also jetzt sozusagen von diesen Kennedy-Geschichte und so habe ich ja eh nichts mitgekriegt, weil ich ja noch viel zu klein war dafür, aber das, was ich bestätigen kann, ist, dass die Berliner Zeit in der Familie und auch sozusagen, wenn ich meinen Eltern zugehört habe, immer eine sehr präsente war und in gewisser Weise auch vielleicht sogar gesehen wurde als die fast bedeutendste Phase der politischen Laufbahn, obwohl eher später höhere Ämter noch kamen und hohe Auszeichnungen und so. Das war doch immer sehr lebendig und wahrscheinlich beruhte sozusagen das ganze politische Koordinatensystem meines Vaters auch auf den Erfahrungen dieser Zeit und natürlich der Emigrationszeit, die davor lag. Daran musste ich denken, als ich hier die Koffer habe stehen sehen, also die nachgebauten Koffer, dass Sie ja eine Emigrationsgeschichte in Ihrer Familie haben, also mit abenteuerlichen Szenen. Bis dahin, dass Ihr Vater unter falschem Namen nach Berlin gereist ist, noch während des Dritten Reichs und nur durch einen Zufall also überstanden hat, weil ein Klassenschulkamerad, irgendjemand, der ihn erkannt hat, einfach die Klappe gehalten hat. Mhm. Und für Sie und für uns, als die wir Sie sehen, als diesen großen, bedeutenden, vielfach ausgezeichneten Schauspieler einerseits und den Sohn dieser Familie, dieser Jahrhundertfamilie mit diesem, mit diesem Vater, das ist natürlich für uns Betrachter Ihrer Biografie ganz schwer zu trennen. Und für Sie sind das aber zwei wahrscheinlich ganz verschiedene Gleise. Also die Weltpolitik einerseits, die in den Geschichtsbüchern steht, wahrscheinlich könnten die Regale bei Ihnen zu Hause über Ihren Vater ganze Zimmer füllen. Und gleichzeitig haben Sie ja Ihre private Geschichte mit diesem Mann. Mhm. Ja, klar, das sind verschiedene Dinge. Kinder sind große Pragmatiker. Also Kinder richten sich ja mit dem ein, wo sie reingesetzt oder reingeboren werden. Und so war das bei mir natürlich auch. Und ich glaube, dass das tatsächlich bei mir auch sehr früh war, dass mein Vater als öffentliche Figur und mein Vater als mein Vater im Privaten für mich mehr oder weniger getrennte Figuren waren. Das hatte nicht unbedingt was miteinander zu tun. Und wenn ich, das war eher was mir dann zwischendurch immer mal wieder auffiel oder in den Sinn kam, dass ja der Mann da auf dem Plakat oder der Mann im Fernseher identisch ist mit dem, der da jetzt gerade in der Küche rumsteht. Ich glaube, es ist eher so rum. Also die Vorstellung, dass sich das ständig vermischt und man als Mitglied der Familie da ständig involviert wäre, das wäre, glaube ich, eine falsche. Oder ich zumindest kann die nicht bestätigen. Was nichts mit Desinteresse da zu tun hat oder so, sondern es gibt auch jenseits all dessen, was Sie jetzt eben beschrieben haben, eben so eine Normalität, ja, und die sich, glaube ich, gar nicht wesentlich von dem unterscheidet, was man jetzt aus anderen Familien kennt oder hört oder weiß. Es gibt dieses berühmte Bild von Ihnen und Ihrem Vater, da gehen Sie in Berlin durch die Straßen, da sind Sie vielleicht 3 oder 4. An seiner Hand. An seiner Hand. Vor der Gedächtniskirche. Genau, vor der Gedächtniskirche. Es ist ein Bild, das also so bezaubernd, so viel Emotionen, dass dieses Bild auslöst. Also ein Vater mit seinem Sohn, es ist wie aus einem Erich Kästner Roman, diese Szene. Dann habe ich aber von Ihnen eine Anekdote gehört, die aber auch sehr vielsagend ist. Sie waren noch in Berliner Zeit mit Ihrem Vater beim Rummel, die Geschichte mit dem Losverkäufer. Ach so, das war schon in Bonn. Das war in Bonn? Ja. Okay, aber es ist trotzdem viel aufschlussreich, die Geschichte. Weil Sie eben erzählen, dass Sie 10 Lose bekommen von Ihrem Vater und die Kameras und alles sind dabei und Sie haben 10 Nieten
und dann wird eben weiter inszeniert. Dann wird weiter inszeniert, das war aber schon eben zu der Zeit, wo das alles dann nochmal größer dimensioniert war. Mein Vater war Bundeskanzler mittlerweile, glaube ich schon, oder noch Außenminister auf jeden Fall, und schickte sich an, Bundeskanzler zu werden. Und da, ich weiß nicht, ob es Wahlkampf war, aber ich vermute mal, ja, also die Geschichte legt es nahe, da habe ich als Kind jetzt keine Erinnerung dran. Und ja, 10 Mieten, das war sozusagen fürs Marketing natürlich nicht gut, was zu der Zeit dann eben immer auch schon eine Rolle spielte. Und dann wurde kurz entschlossen, mir der komplette Loseimer in die Hand gedrückt. Der Losverkäufer kriegte irgendwie einen 50er in die Hand gedrückt oder einen 100er, keine Ahnung, was das kostete. Und dann musste ich da so lange ziehen, bis ich den Hauptgewinn hatte, weil es dann eben sozusagen das Los und den Hauptgewinn und gute Fotos gab. Das war, glaube ich, so ein riesiger Stoff-Teddybär, soweit ich mich erinnere. Ja. Ja, irre Geschichte, weil das natürlich sozusagen das dann wiederum was ist, wo sich diese beiden Welten, von denen wir ja eben andeutungsweise schon sprachen, wo die sich auf eine eher ungute Art begegneten. Mhm. Ja, oder wo man sagen muss, nee, das, da gab es wahrscheinlich auch in gewisser Weise eine Art rustikalen Umgang mit Kindern in dem Zusammenhang, wird man heute, kann ich mir nicht vorstellen, dass das in der Form nochmal passieren würde, aber damals war man da, glaube ich, eher unbekümmert und da war dann eben die Inszenierung doch wichtiger als das, was das möglicherweise für den Hauptakteur in dem Moment bedeutete. Aber auf der anderen Seite bilde ich mir ein, dass sozusagen auch damals, obwohl ich noch relativ klein gewesen bin, dafür ein Gespür entwickelt zu haben und das genau gewusst zu haben, was da abläuft. Das war zwar dann trotzdem enttäuschend, aber eher so, wie ich es eben schon mal versucht habe anzudeuten, dass ich die Welten doch sehr früh getrennt habe und beziehungsweise, das musste ich gar nicht als bewussten Vorgang machen, sondern die waren einfach unterschiedliche und ich habe das registriert, dass das unterschiedliche Welten sind. Und das war dann eher so ein zur Kenntnis nehmen, dass man gesagt hat, okay, jetzt sind wir da und nicht mehr, es handelt sich hier nicht mitnichten um einen privaten Rummelbesuch mit der Familie oder so, sondern jetzt sind wir dafür da, um Bilder zu liefern. Mhm. Ja? Mhm. Und ich glaube aber, das war mir klar in dem Moment. Und das haben Sie mit demselben Pragmatismus, den Sie vorhin schon erwähnten, das auch umsetzen können. Sie haben es begriffen, Sie haben es durchschaut und Sie haben es auch akzeptiert. Behaupte ich jetzt. Wissen Sie, das ist, weil es ist natürlich lange her und Erinnerung wird von so vielen Dingen überlagert. Auch wenn darüber so viel andere Leute sich so viel darüber geäußert haben oder selbst wenn es so vermeintlich objektive Dokumente wie Fotografien gibt oder Filmaufnahmen, das macht eine persönliche Erinnerung nicht unbedingt leichter, sondern schwerer, weil man ganz oft nicht auseinanderhalten kann, was ist das, woran ich mich erinnere oder was ist das, was ich irgendwo gesehen oder gelesen oder anderweitig dokumentiert gefunden habe. Und das ist eine ziemlich, wenn man da trotzdem Wert drauf legt, sowas wie eine Erinnerung zu haben, die nur einem selbst gehört, eine ziemliche Arbeit, diese Sachen auseinander zu nehmen, aber keine uninteressante Arbeit und also ich habe die dann letztlich doch auch immer als gewinnbringend empfunden, weil ja all diese Dinge in gewisser Weise auch
den emotionalen Fundus für meine schauspielerische Arbeit darstellen. So, also man geht ja immer erstmal vom Selbsterlebten aus, bei meiner Tätigkeit, egal was, womit man sich da gerade befasst. Und die Kindheit ist natürlich insofern wahnsinnig spannend, weil Dinge sind immer sozusagen am klarsten und am reinsten da zu finden, wo man sie zum ersten Mal erlebt hat, ja? Wo sie unbeeinflusst sind. Und ich finde ja Kindheit so spannend und habe mich so viel damit beschäftigt und auch gerne damit beschäftigt und beschäftige mich gerne auch weiter damit, weil ich glaube, dass sozusagen die kindliche Emotionalität ja eher so ist, dass die Empfindungen so nacheinander kommen. Das ist ja auch manchmal so verblüffend, wenn man so mit Kindern zusammen ist und auch gerne mit Kindern zusammen ist, dann wundert man sich ja oft über diese abrupten Wechsel. Ja? Also die können ja im einen Moment wahnsinnig traurig sein und sind dann nur traurig. Und dann ist es vorbei und das wird sozusagen abgelöst von der nächsten Emotion. Das ist sozusagen als Fundus und als Mechanismus für einen Schauspieler sehr, sehr interessant. Das sollte man sich in irgendeiner Weise erhalten. Und später wird es dann komplizierter, weil man dann ja in eine Phase reinkommt, wo sich Emotionen überlagern, wo man Dinge gleichzeitig empfindet, mehrere Dinge gleichzeitig empfindet. Das ist als Kind ja noch nicht so. Und das ist auch spannend, aber in irgendeiner Weise komplizierter und ich rede jetzt Schauspiel handwerklich nicht so ergiebig wie das andere. Das ist, ich habe deshalb zum Beispiel auch immer gewisse Probleme, wenn in der Beschreibung einer Darstellung von Vielschichtigkeit die Rede ist, dann suggeriert das eine Gleichzeitigkeit, die es nicht gibt. Also den Eindruck kann man nur erwecken durch ein Nacheinander und nicht gleichzeitig gibt es eigentlich nicht. Das ist so interessant, was Sie jetzt beschreiben, weil das ja etwas ist, was Sie in Ihrem Schreiben beschäftigt. Sie haben ja zwei Bücher geschrieben, die beide mit kindlichen Emotionen ganz viel zu tun haben. Darauf können wir gleich noch zu sprechen kommen. Aber wenn wir jetzt noch mal beim Schauspielen bleiben, was Sie auszeichnet als Schauspieler, ist ja, dass Sie eine Form von Unterspielen, umsetzen, machen, tun. Also wenn Sie von diesen vielen Emotionen des erwachsenen Individuums sprechen, das so schwierig ist, schon zu greifen, wahrscheinlich fast unmöglich darzustellen. Mhm. Und Sie es schaffen, all diese Gleichzeitigkeit dessen, was einem Mann durch den Kopf schießt, indem Sie fast nichts machen, kann man das überhaupt erklären? Können Sie da überhaupt was darüber sagen? Oder ist das etwas, was quasi so ein unerklärlicher Rest beim... Wahrscheinlich könnte man es erklären. Es gibt gute Gründe, da vorsichtig zu sein, weil man sich natürlich in dem Moment der Erklärung festlegt. Entzaubert. Ja, nicht nur nach außen entzaubert, sondern auch für sich selber. Ja. Vielleicht eine Illusion schafft, man hätte da irgendwie etwas im Griff oder entschlüsselt, was ja nicht der Fall ist. Also es gibt immer natürlich so einen Rest, den man sich besser nicht erklären sollte. Es gibt technische Vorgänge, wie sozusagen in jedem anderen Handwerk auch, die könnte ich erklären, die sind aber eher langweilig in dem Zusammenhang, weil das hat ja dann eher damit zu tun, dass man die durch Fleiß oder wie auch immer man das nennen mag, erlernt. Aber dieses andere, da bin ich ganz unsicher, inwieweit ich das selber überhaupt möchte oder darüber reden möchte. Nicht, um da so einen Hokuspokus draus zu machen, weil das ist
also da gibt es ja auch sozusagen Irrwege, wo dann so eine romantische Vorstellung in gewisser Weise auch existiert. Man wäre jetzt im Spiel gewissermaßen der andere oder so. Da habe ich nie dran geglaubt. Ich habe noch nie in keinem Moment, seit ich diesen Beruf ausübe, gedacht, ich bin der andere. Sondern das ist immer ein sehr klarer, bewusster Vorgang. Ich weiß das in jeder Zehntelsekunde, dass ich das gerade herstelle. Die andere Frage ist eher, das sollte sich tunlichst nicht vermitteln, dieser Eindruck. Ja? Und darum geht es ja irgendwie. Aber ich habe das Gefühl, am Ende geht es immer um eine Art von maximaler Durchlässigkeit, die erreicht werden sollte. Also, dass ich mich in eine Verfassung bringe, wie auch immer, das ist dann, sage ich mal, meine Sache, dass jeder Impuls, der mich im Moment des Spielens erreicht, ankommt, durch den Körper geht, durchs Hirn geht und darauf zu vertrauen, dass der sich in irgendeiner Weise abbildet, ohne dass ich das forciere. Und das ist, glaube ich, das, was Sie möglicherweise meinen mit Unterspielen, dass das, also das stimmt schon, ich glaube daran, dass es, ich finde es interessanter, einen Gedanken sich durchs reine Denken vermitteln zu lassen und nicht durch eine, wie auch immer, geartete gestische oder mimische Unterstützung. Aber da gibt es natürlich unterschiedliche Auffassungen dazu, das muss man auch sagen. Und das, was ich jetzt gerade beschreibe, ist natürlich ein Vorgang, der vor der Kamera leichter ist als auf der Bühne. Auf der Bühne müssen Sie eigentlich immer eine Übersetzung finden für einen Gedanken. In oder große Gesten, Impuls. Die sich bis zur letzten groß, Reihe durch... Die müssen gar nicht sein, aber es ist sozusagen, also deshalb finde ich ja die Kamera so ein unfassbares Instrument eigentlich, weil man ja sagen muss, dass sie, dass, wenn sie in der richtigen Hand ist, in den richtigen Händen ist, richtig bedient wird, tatsächlich ein Apparat ist, der in der Lage ist, Gedanken abzubilden. Das ist ja der einzige Apparat, der Gedanken abbilden kann. Wenn, und dazu muss derjenige, der betrachtet wird, den Gedanken wirklich nur präzise denken. Und dann funktioniert das, davon bin ich fest überzeugt. Und auf der Bühne ist das eben, da muss man eine Übersetzung finden dafür. Da muss ich diese Aufgabe mit übernehmen, der Übersetzung. Bei einer Kamera ist das nicht nötig. Aber gut, das ist jetzt auch schon wieder, das ist natürlich sehr spezifisch. Ja? Und ich weiß gar nicht, inwieweit man das so verallgemeinern und vermitteln kann. Also gerade am Theater wird ja seit einigen Monaten intensiv diskutiert, wer darf was spielen und kann nicht spielen, weil so, ich verstehe eigentlich, dass das Schauspielen als die Anverwandlung etwas Fremden, etwas Unbekannten, etwas nicht, was nicht ich ist. Und jetzt gibt es aber einen Diskurs, der möchte das sozusagen aushebeln, aus guten Gründen, weil Diversität nicht in der Form durchgesetzt ist, wie wir das alle gerne hätten. Und dadurch, in einer, so erklären das diejenigen, als eine Art Transformation jetzt erstmal, also Othello nur von Schwarzen gespielt werden darf, genauso wie Amanda Gorman, die schwarze Lyrikerin, nur von Schwarzen übersetzt werden darf. Wie stehen Sie dazu? Wie gehen Sie damit um? Mit all ihrer Aufgeschlossenheit, Neugier und so, das hat ja auch etwas, erstmal etwas Verstörendes. Ja, das hat was Verstörendes, hat mich auch erstmal verstört, insofern, als dass ich natürlich genau aus
den Gründen, die ich eben jetzt schon mal versucht habe zu nennen, dass ich eben auch der Meinung bin, also das ist ja sozusagen, ich suche ja in der Kunst größtmögliche Freiheit und bin grundsätzlich auch der Meinung, jeder soll da alles machen können, was er will. Es ist in diesen Zusammenhängen ja ganz gut, jetzt auch als Mensch meines Alters Kinder zu haben. Oder ich habe eine 22-jährige Tochter, 21-jährige Tochter, die zum Zeitpunkt unseres Gesprächs noch. Die hat mich da, muss ich sagen, auf bestimmte Dinge aufmerksam gemacht, die mir da einiges verdeutlicht haben und wo ich Dinge auch besser verstehe jetzt, muss ich sagen. Ganz schlicht angefangen bei dem Umstand, und darüber hatte ich mir vielleicht nicht in der Form Gedanken gemacht, wie ich es hätte tun sollen oder so, aber es ist ja immer noch Zeit dafür, dass mir doch klarer geworden ist, was für ein ungeheures Privileg es zum Beispiel ist, über seine Hautfarbe nicht nachdenken zu müssen. Ja? Wie wir beide das jetzt zum Beispiel uns leisten können. Ja? Also wir beide können uns das leisten, und es gibt Menschen, die können das nicht. Für die ist das, gibt's das nicht. Das ist sogar egal, ob die das können oder nicht, sondern für die gibt's das nicht. Und solange, also ich glaube, so simpel würde ich es jetzt mal im Moment aus, solange es diese Unterscheidung noch gibt, dass das für manche Menschen so ist und für andere eben nicht, so lange verstehe ich, dass Dinge eingefordert werden und man vielleicht eben auch mal Dinge in der Form machen muss, wie Sie das eben beschrieben haben. Es ist ich muss das aber sozusagen, ich merke, das ist für mich Arbeit, das nicht zu akzeptieren. Das ist total leicht, aber ich hänge so sehr an dem Gedanken, dass ich jedem jede Möglichkeit geben möchte, dass ich mit so Reglementierungen erstmal Schwierigkeiten habe. Mhm. Ich verstehe aber, dass sie eingefordert werden, und ich verstehe auch, dass sie an gewissen Punkten wahrscheinlich mal sein müssen, um was in Bewegung zu bringen. Mhm. So, das war jetzt etwas um drei Ecken, aber vielleicht hat man es trotzdem verstanden. Ja, nee, auf jeden Fall. Ich habe neulich zwei Erstwähler interviewt. Mhm. Also die waren zwei, als Merkel an die Macht kam, die kennen nichts anderes. Und die haben mir in diesen zwei Stunden sehr interessant und übrigens in allen Diskursen total fit, hatten die alles drauf. Und die haben im Grunde drei Sachen gesagt. A, ihr seid die Boomer und ihr habt irgendwie nicht so toll gewirtschaftet auf dieser Welt. B, wer wird das hinkriegen? Also vor allem die Frage des Klimawandels und der Schulden durch die Pandemie, das war ihnen auch noch wichtig. Und das Dritte war, dass sie gesagt haben, sie glauben nicht, dass die traditionellen Volksparteien das schaffen. Hm. Also von daher, ja, da ist ganz viel Energie und ganz viel Kraft, da ist aber auch eine ganz große Ratlosigkeit. Mich hat das wirklich schon beschäftigt, wie illusionslos sie eigentlich sind. Und das braucht es wahrscheinlich auch, um diese Kraft zu entwickeln. Ich meine, die Pandemie ist dann leider dazwischen gekommen, aber wir hatten ja monatelang Jugendliche auf der ganzen Welt, die Gesetze gebrochen haben und am Freitag auf die Straße gegangen sind, um zu demonstrieren. Ich meine, was für ein großartiges Zeichen, um zu sagen, es ist uns wirklich ernst. Mhm. Wie schauen Sie auf diese Generation und diese Kraft, die da sich manifestiert? Ich hatte fast ein schlechtes Gewissen, dass meine Generation gar nicht so politisch war. Ich musste eher an die 68er denken. So in den. Ja, ist sicher so. Also ich gehöre ja auch so einer Zwischengeneration an, die
die sich dann sozusagen nicht besonders hervorgetan hat und so. Und eher, naja, weiß ich nicht, das ist ja aber auch immer den Umständen geschuldet. Und so, ich glaube nicht, dass man sich da bezichtigen muss, weil man hat sich's ja nicht ausgesucht. Und das war dann eben eine, wie soll ich sagen, ich-bezogenere Zeit, schlicht und ergreifend auch, glaube ich. Aber alles, was ich mitkriege von dieser Generation, über die wir uns jetzt unterhalten, also der jetzt ganz jungen Erwachsenen, ist so, dass die, ich setze große Hoffnungen auf die, muss ich sagen, wenn man das so sagen kann. Und ich finde das verblüffend, wie klar die sind. Wie weit die im Gegensatz zu dem, wie ich war in dem Alter, wie weit die über ihren Tellerrand hinausgucken, das war bei mir nämlich eher schwach ausgeprägt. Also ich hab mich in dem Alter hauptsächlich für mich interessiert, muss ich sagen. Und das habe ich das Gefühl, das ist bei denen zwar auch so, aber es ist auch noch was anderes. Und das nee, ich finde die ganz toll, was ja nicht heißt, dass ich immer einer Meinung bin oder so. Darum geht es ja gar nicht. Ja, das wäre ja auch Quatsch. Und so eine gewisse Energie kommt ja auch einfach aus deren die Welt neu betrachten und nicht die Dinge 20 Mal abwägen gegeneinander, wofür es aus einer gewissen Erlebenserfahrung dann ja auch wiederum gute Gründe gibt, aber verlangsamt natürlich die Vorgänge auch. Und das, nö, ich bin immer, wenn ich mit Menschen aus dieser Generation zu tun habe, gehe ich da ganz frohgemut raus im Moment, muss ich sagen. Ja, obwohl es so viele Probleme gibt, die man ja miteinander, beziehungsweise die auch zu verhandeln haben. Man muss ja mal sagen, diese ganzen anderthalb Jahre Pandemie, die hinter uns liegen, wie die damit umgegangen sind, finde ich unglaublich. Ich finde das, also ich würde fast so weit gehen zu sagen, das sind wirklich die Helden dieser Zeit. Und auf der anderen Seite muss man sagen, wie sind die vernachlässigt worden und sind es bis jetzt immer noch. Ja, also das, finde ich, wirft kein gutes Bild auf unsere Gesellschaft, wenn man sich anguckt, was für einen Stellenwert Kinder und junge Menschen in diesen letzten anderthalb Jahren eingenommen haben. Und es gab also ich fand die wahnsinnig geduldig mit diesem ganzen eigentlich diesen Unzumutbarkeiten, denen die ausgesetzt waren. Und das ging ganz, ganz lange, also sozusagen nach der Erfahrung in meinem Umkreis kam so der richtige Frust, der kam jetzt erst, als das so mit dem Impfen losging, und beziehungsweise nicht losging, sondern irgendwann waren die am Punkt, wo sie irgendwie das Gefühl hatten, ja, jetzt sind alle Rentner geimpft und machen ihre Kleingartenpartys, ja, und wir hocken hier rum, wir sollen jetzt irgendwie drin bleiben, ja. Habe ich total gut verstanden. Und das wirft kein gutes Licht auf unsere Gesellschaft, weil es ja nicht aufhört. Also es gibt jetzt 4 Semester, die haben noch nie einen Hörsaal von innen gesehen, und die Unis haben gar kein Interesse daran, die Unis wieder aufzumachen. Ja, so ist das. Ja, zu denen gehört zum Beispiel meine Tochter, die hat noch nie einen Kommilitonen gesehen, leibhaftig.
oder einen Dozenten. Ja, aber das liegt sozusagen, dafür gibt es Verantwortliche, die das umsetzen, diesen Zustand. Mhm. Professoren, die keine Lust mehr haben, die in Berlin wohnen und in Hannover unterrichten. Keine Ahnung, eine Verwaltung, die sagt, ach, das ist billiger, da können wir ja die Hörsäle gleich vermieten an irgendwelche Unternehmen. Und so verschwindet ein ganzes, eine ganze Lebenszeit, nämlich die Studentenzeit. Mhm. Wenn Ihre Tochter jetzt was auch im vierten Semester ist, die hat noch 3 Jahre und... Ja, also ich... Aber ich finde die auch sozusagen, was das angeht, unheimlich diszipliniert, weil das wäre mit mir, kann ich nur sagen, überhaupt nicht zu machen gewesen. Mhm. Und ich würde sozusagen ganz simpel sagen, Leute, also diese letzten 1,5 Jahre hier und wenn sozusagen sowas halbwegs wieder möglich ist, wie ein sogenannt normales Leben, dann müsst ihr überhaupt erst mal leben. Ja? Aber was schlagen Sie denn vor? Wie kann man denn, wie kann sich dieses Land denn dankbar zeigen? Es passiert ja gar nichts. Es passiert, es wird nicht mal, also man hat ja den Eindruck, die Politiker haben die jungen Leute tatsächlich vergessen. Ja, ja, das ist so. Ich weiß es nicht. Ich bin aus guten Gründen kein Politiker. Insofern, ich glaube nur, dass das sich natürlich irgendwann niederschlagen wird in dem Bild, das diese Generation von uns hat und vom Staat hat. Ja. Ja? Also was man da erwarten kann und was eben nicht. Und möglicherweise erleben wir dann noch unser blaues Wunder. Das kann ich Ihnen aber nicht sagen, wie das genau aussehen wird. Aber dass ich, also sagen wir mal rein praktisch gesehen, ist das ja zum Beispiel vollkommener Irrsinn, bei denen noch mit irgendwelchen Regelstudienzeiten und so zu hantieren, anhand dieser Situation, das zu behandeln, damit, das ist ja schon mal sozusagen das Mindeste, diesen Irrsinn der letzten 1,5 Jahre zu behandeln als in irgendeiner Weise ernstzunehmendes oder normale Studienzeit, das ist doch krank. Aber das ist wirklich nur der allererste Anfang. Ansonsten weiß ich gar nicht, ob die das wollen, dass man sich ihnen gegenüber dankbar zeigt. Aber man kann sie ja zumindest mal ernst nehmen, auch in ihren Bedürfnissen, und das nicht als zu vernachlässigen, einfach abtun. Ja, es hat sich ja anders als bei den jungen Leuten, die das, wie Sie sagen, so diszipliniert tatsächlich ertragen haben und mitgemacht haben, unheimlich solidarisch, haben ja sozusagen die Älteren in den verschiedensten Formen irgendwie die Kontenance verloren. Ja, vielleicht auch, weil die durch diesen Rückzug, durch den Lockdown und durch die vermehrte Kommunikation durch das Digitale einfach die Nerven blank lagen. Also die Schauspieler, die da Videos gedreht haben. Ich weiß gar nicht, wie das hieß. Lass mich. Das hieß, wir bleiben alles dicht machen. Alles dicht machen, genau. Und sicherlich, glaube ich, waren das Schauspieler, die, weiß nicht, 1,5 Jahre nichts oder überwiegend nichts zu tun hatten. Und dann kriegten die ein Drehbuch und einen Text und dann haben die den gesprochen und dann ist das halt total nach hinten losgegangen. Die Akademie der schönen Künste in München, die sich gerade zerlegt, weil der Präsident die Privilegien von Friseuren gegen Schriftsteller ins Spiel bringt und so. Also egal, wo man hinguckt, überall gibt es größte Verwirrung. Und gleichzeitig eben auch manifeste Ungleichbehandlung. Also man sieht eine EM stattfinden mit zigtausenden Leuten engstens im Stadion versammelt, während gleichzeitig ich im Frankfurter Theater sitze mit 10 anderen Zuschauern. Wie kommen Sie durch diese Situation und wie haben Sie sich jetzt damit arrangiert? Haben Sie sich überhaupt damit arrangiert, was wir erleben? Nach diesen
Wellen, die wir alle ja durchlaufen haben. Ja, also mal so. Ne? Ich weiß nicht, ob es darauf sozusagen eine generelle Antwort gibt. Sondern man guckt sich das eben jeden Tag an und in jeder Situation, in die man gestellt wird, neu an und verhält sich dazu. Das, ich weiß das nicht. Für mich ist es nach einer relativ langen Phase, wo ich gar nicht oder kaum gearbeitet habe, ja überhaupt jetzt immer noch so ein, also ich drehe jetzt zum Beispiel zum ersten Mal seit langer Zeit wieder was auch unter diesen Bedingungen, dass da wird dann eben dauernd getestet und man hat da bestimmte Regularien natürlich einzuhalten, aber das ist ja mittlerweile schon wieder angelaufen. Da wird sehr viel produziert und so, weil die Leute ja auch alles weggeguckt haben in diesen. Alle Mediatheken also sind durchgeschaut, ja. So. Und ich glaube, an den Bühnen ist es so, da bin ich mal gespannt drauf, wie das sein wird, ob nicht diese Annahme, dass Leute jetzt anderthalb Jahre lang mit scharrenden Hufen vor der Tür gestanden hätten und die Theater stürmen, wenn sie jetzt wieder öffnen, das könnte ja ein Irrtum auch sein. Es könnte ja auch sein, dass sehr viele Leute sich daran gewöhnt haben, dass es das nicht mehr gibt. Ja? Und dass man sehr viel Arbeit darin investieren muss und Aufmerksamkeit, um Menschen erstmal wieder zurückzugewinnen. Mein Empfinden geht ein bisschen in die Richtung, dass das aufwendiger oder langwieriger wird, als man meint. Aber gut, das ist dann die Situation, der man sich zu stellen hat. Arrangieren, nö, man geht halt sozusagen, ich gehe innerhalb meiner Möglichkeiten damit um, mit dem, was ist. Aber das ist natürlich noch lange nicht abgeschlossen und für mich ist eigentlich die alles entscheidende Frage, die mich fast am meisten interessiert im Moment, ist die, was hat das mit den Menschen angestellt, sich über so eine lange Zeit in dem Gefühl zu leben, dass jeder andere eine potenzielle Bedrohung ist. Das ist doch vielleicht der allerwichtigste Punkt. Ja? Und das wird sich aber erst zeigen, was das gemacht hat, um es mal so platt auszudrücken. Und das wird aber viele, viele Konsequenzen haben. Und Dinge entweder dauerhaft verändern oder man muss Arbeit und Aufmerksamkeit investieren, um das wieder wegzukriegen. Weil das ist ja nichts, was man an- und ausschaltet. Jetzt haben wir eine politisch herausfordernde Zeit. Wir haben eine Pandemie, wir haben Konflikte, globale Konflikte, wir haben ein Klimaproblem und wir haben die Bundestagswahl in diesem Herbst. Und an Sie die Frage, als Sohn von Willy Brandt, der nun ein Politiker war, der dieses Land auf eine Weise auch geheilt hat oder zumindest als eine Art Übervater durch seine charismatische Figur die Menschen zwar sehr auch die unterschiedlichsten Reaktionen hervorgerufen hat, aber ich würde doch sagen, es gibt keinen Politiker, den die Deutschen so sehr geliebt haben wie ihren Vater. Naja. Also wenn man ehrlich ist, die Hälfte der Deutschen, ne? Okay. Die Liebe der Hälfte der Deutschen hat aber sozusagen, das stimmt schon. Naja, nee, haben Sie recht. Also man neigt da ja im Nachhinein zur Verklärung. Und das stellte sich zu der Zeit, glaube ich, schon etwas anders auch dar. Weil die, sagen wir mal, und die Abneigung, um nicht von Hass zu sprechen, hatte sozusagen die gleiche Inbrunst wie die Liebe. Aber also zweifelsohne, das ist ja
gar keine Frage, dass das sozusagen ein hochbegabter Mensch war, mein Vater, und natürlich auch, und ich glaube, darauf wollen Sie in gewisser Weise auch hinaus, mit den Qualitäten eines Volkstribuns ausgestattet. Und die, sozusagen, man könnte ja zu der Haltung kommen, dass man sich sozusagen diese Form der Orientierung jetzt auch wünscht und sozusagen den Blick schweifen lässt. Und es einem, fällt einem niemand ein, der so eine Stelle einnehmen könnte. Auch genau. Das hat ja Gründe. Aber ich glaube, das ist relativ müßig, darüber sich Gedanken zu machen, weil so einen Menschen kann man ja nicht schnitzen. Der taucht auf oder er taucht eben nicht auf. Also, und zwar, glaube ich, und dann ist die Frage, ob das unbedingt wünschenswert ist oder noch zeitgemäß. Das kann man ja auch mal, das kann man ja auch mal sich fragen. Aber sagen wir mal, so ein bisschen mehr Profil und Orientierung, das Bedürfnis danach verstehe ich durchaus, ja. Und das habe ich auch. Ja. Nein, das haben, glaube ich, viele. Und gleichzeitig kann man natürlich sagen, ist die Generation, die jetzt dann dort an die Macht kommen wird, natürlich eine Generation, die gar nicht durch dieses Säurebad einer Biografie gegangen ist, wie die Generation ihres Vaters. Ja. Also all das, was ihr Vater ausgemacht hat, was er riskiert hat, was er... hat ja sehr viel mit dieser Geschichte einfach zu tun. So, das ist sicher richtig. Das betrifft ja nicht nur meinen Vater, sondern auch durchaus andere. Und da sozusagen, es gibt ja aber den auch nicht unrichtigen Satz, dass man sozusagen der heutigen Politikergeneration nicht vorwerfen kann, dass sie nicht in Stalingrad gewesen ist. Das stimmt. Ist ja, ja nun mal so. Ja? Ja. Und Gott sei Dank nicht. Ja. Insofern sind dann natürlich extremere Persönlichkeiten geformt worden, einfach durch die Zeit, in die sie geboren worden sind. Ne? Wahrscheinlich spielt da auch noch eine Rolle, dass sie glücklicherweise kein Medientraining hatten, keine Medienschulungen und deshalb sozusagen Eigenwilligkeiten entwickeln oder behalten konnten, die heute als nicht mehr tragbar angesehen werden würden. Ja? Also das darf man ja auch nicht vergessen, dass diese gewisse Normierung, die man da vielleicht wahrnimmt bei Politikern, dass die ja auch gewollt ist. Und zwar vom Betrieb selbst gewollt ist und da hat man natürlich schon das Gefühl, das wäre irgendwie toll, wenn man, vielleicht wäre das Bad, das wäre mal ein Experiment, Leute mehr sein und reden zu lassen, wie sie tatsächlich sind. Ja. Nein, im Gegenteil, dass die Ecken und Kanten werden ja sanktioniert. Also so. Jeder Minimalstfehler wird ja mit einem Shitstorm begleitet. Ja, aber das ist, wenn das eben so ist, dann muss man sich nicht wundern, dass Leute immer vorsichtiger werden. So ist es. Ja? So ist es. Und das ist ja... Das ist ja eben auch ein, die müssen sich ja auch schützen. Mhm. Ja? Mhm. Und jeder, der mal da in so eine Geschichte reingeraten ist, weiß ja auch, was das heißt. Das ist ja, das muss man ja irgendwie, ich würde in dem Metier keine 3 Tage überleben, kann ich nur sagen. Ich wäre dafür vollkommen ungeeignet. Mhm. Und ich bin unabhängig von der eigenen politischen Orientierung. Ich bin froh, dass sich überhaupt noch Leute bereit erklären, das zu machen. Das muss man ja auch mal sagen. Dass bei diesem ganzen Bashing, das da stattfindet und so. Weil da sind ja nur auch, weiß Gott, Leute dabei, die könnten sich's auch leichter machen. Und die nehmen das aber auf sich, aus
eine Verpflichtung, die sie empfinden. Und das ist ja erstmal lobenswert und dafür ist diesen Leuten auch zu danken. Aber gut, das ändert ja nichts daran, dass wichtige Entscheidungen zu treffen sind und dass man möchte, dass die von den Bestmöglichen auch getroffen werden. Mhm. Sie sind ja selber aufgewachsen mit Polizeischutz, quasi ständige Überwachung. Mhm. Also ein bisschen so, was wir heute mit Social Media haben, haben Sie schon als Kind und unfreiwillig. Mhm. Das war eine Situation, in die Sie hineingeboren sind, konnten Sie ja nicht beeinflussen. Mhm. Und haben eben sehr, sehr, sehr schön und interessant und eindringlich in der Raumpatrouille darüber geschrieben, über Ihr kindliches Aufwachsen auf dem Venusberg. Sie sind dann ans Theater gegangen, haben viele Jahre Theater gespielt, sehr, sehr erfolgreich, aber ohne dass Sie eine Prominenz hatten. Und dann haben Sie eine Karriere gemacht im Film und Fernsehen und gehören heute zu den meistbeschäftigten Schauspielern. Das heißt, Sie sind sozusagen nochmal in eine Öffentlichkeit gekommen, eine breite Öffentlichkeit. Die erste war durch Ihren Vater. Sie waren der Sohn Ihres Vaters und wurden immer über diese Identität definiert. Mhm. Die zweite haben Sie sich selber erarbeitet. Mhm. Können Sie das beschreiben? Gibt es da Überlegungen von Ihnen zu diesen drei Phasen eigentlich Ihres Lebens? Also ich kann mir vorstellen, dass das ans Theater gehen auch sowas wie ein bewusster Weg in eine Arbeitssituation, in ein Labor war, wo Sie sich selbst kennenlernen wollten, nachdem Sie so lange... Das hat sicher damit zu tun. Ich habe mit der Beantwortung der Frage, warum ich Schauspieler geworden bin, sehr lange gehadert. Ich konnte die nicht beantworten, weil es immer ein bisschen sozusagen auch ich in dem Gefühl lebte, ich bin da irgendwie reingeraten, wie es eben in dem Alter, muss man aber auch sagen, ja, meistens ist. Es sozusagen zum Beispiel im Gegensatz zu einem Musiker, der sehr, sehr früh, wenn er das professionell machen will, als Solist arbeiten muss, sehr früh anfangen muss, darauf hinzuarbeiten. Das ist ja bei Schauspielern nicht so. Schauspieler wird man erstmal dadurch, dass man behauptet, man sei Schauspieler. Und dann, wenn man ein bisschen Glück hat, landet man tatsächlich in dem Beruf. Und wenn man ihn dann ausübt, wird einem so langsam klar, was man sich da eingebrockt hat und worum es sich da handelt. Also insofern ist das natürlich alles viel weniger zielstrebig gewesen, als man es sich vielleicht zusammenlügen könnte. Aber das, also in dieser Aufeinanderfolge, die Sie da eben beschrieben haben, sind natürlich auch sehr viele Zufälle einfach enthalten. Ich habe mir relativ wenig vorgenommen, beziehungsweise alles, was ich mir vorgenommen habe, alles, was ich geplant habe in meinem Leben, kann ich wohl sagen, heute hat eigentlich nicht funktioniert. Und also das ist offensichtlich nie mein Weg gewesen. Das klingt jetzt so leicht hin, aber was können Sie ein Beispiel nennen von etwas, das Sie sich vorgenommen haben, was da nicht funktioniert hat? Ich habe zum Beispiel nie die Absicht gehabt, jetzt sozusagen fast ausschließlich vor der Kamera zu arbeiten oder so, sondern das hat sich eben dahin entwickelt. Genauso wie ich vorher nicht ausschließlich am Theater arbeiten wollte oder gesagt oder in der, also rückblickend muss ich sagen, empfinde ich meinen Weg in diesem Beruf eigentlich als einen sehr langsamen. Ich habe ziemlich lange gebraucht, um da überhaupt herauszufinden, wo da mein Platz ist und wie ich das überhaupt machen will und machen kann.
So, und das war nichts, was ich in gewisser Weise mir vorher hätte ausdenken können. Dann mache ich erst das, dann mache ich das, dann mache ich das. Und dann ich das dann so absolviert hätte, sondern ich musste mich immer in so Situationen reinschmeißen. Dann musste ich sehen, wie ich in denen zurechtkomme. Und daraus hat sich dann was anderes ergeben. Das ist ja auch nicht, ich habe das auch nie empfunden als jetzt eine ganz folgerichtige Entwicklung immer und habe durchaus Phasen gehabt, wo ich sehr unzufrieden war und gar nicht wusste, ob das von Dauer sein wird. Aber das ist, glaube ich, alles in gewisser Weise auch normal und wie man eben mit so einem künstlerischen Beruf hadert, bis auf ganz wenige Leute, die, bei denen das ja so stringenter läuft, ist das eigentlich bei den meisten so. Aber das mit der Selbsterforschung, das ist wahrscheinlich so. Und mit meinen Überlegungen, was eigentlich meine Haltung ist zu dieser Tätigkeit, die ich da ausübe, da bin ich gefühlt noch mittendrin. Ich kann nur sagen, all das, was ich gemacht habe und mache, speiste sich auch immer aus einer gewissen Ambivalenz, nämlich einerseits dem Gefühl, was mitteilen zu wollen, vielleicht sogar was mitzuteilen zu haben und andererseits dem Gefühl, unsichtbar sein zu wollen. Das sind gewissermaßen die beiden Energiefelder, die, weil mir das vielleicht auch sehr früh schon zu viel war mit dem angeschaut werden. Mhm. Ja? Mhm. Und aus dem Energiefeld, was sich zwischen diesen beiden magnetischen Polen bildet, da entsteht irgendwie das, was ich mache. Ja? Aber das ist ja nicht, also es ist immer sozusagen ein Reingehen, mich reinwerfen in Situationen, absichtlich Situationen suchen, vor denen ich eigentlich Angst habe. Das ist für mich immer so ein Motor gewesen. Also ich muss immer diese Situationen suchen. Bei mir sind die eben Spielen, die sich dann im, wenn man so will, künstlerischen ab. Andere Leute gucken dann, wo es eine Schlägerei gibt oder so. Und das ist individuell eben. Ist jetzt nicht so mein Ding. Aber da sind durchaus starke, auch gegeneinander arbeitende Kräfte, zwischen denen solche Arbeiten dann entstehen oder ja, also was auch immer man gerade oder ich dann gerade hervorbringe. Das ist auf jeden Fall so mein Empfinden, dass das aber auch so sein muss, ja, dass das ein ganz wesentlicher Motor ist von künstlerischer Arbeit überhaupt, dass man lernt die eigenen Widersprüchlichkeiten in irgendeiner Form produktiv werden zu lassen. Das ist, glaube ich, so schon ein Kern. Ja. War so ein Widerstand auch, dass Sie vor vielen, vielen Jahren die Rolle des Spions übernommen haben, der Ihren Vater letztlich zu Fall gebracht hat? Das war ja etwas, worüber die ganze Republik gesprochen hat. Das war ja außergewöhnlich, dass Sie auf den Regisseur zugegangen sind und gesagt haben, ich will in dem Film mitspielen und nicht nur das, ich will auch nicht meinen Vater spielen, sondern ich spiele Günther Guillaume. Ja, das war eher ein Witz. Ehrlich gesagt, weil so,
und wie man und wie das dann eben manchmal so ist, ja, also leichtfertig sozusagen so ein Quatsch da irgendwie mal gesagt und dann sitzt man in der Falle. Nee, aber das habe ich eigentlich nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, als ultimative Herausforderung im Umgang mit der eigenen Biografie oder so gesehen, sondern ich habe das viel leichter genommen, den ganzen Vorgang, als die Rezeption dann war. Ja, weil da, also ich wusste das zwar alles, dass das kommen wird und dass das sozusagen als große ödipale Aktion Vatermord wahrgenommen werden wird. Das war mir dann aber irgendwie nicht so wichtig, sondern wenn ich beschreiben müsste, was mir war, kann ich heute mit einigem Abstand auch sagen, sogar noch nicht mal der Film besonders wichtig. Oder was ich da spiele, besonders wichtig. Sondern mich hat ein Punkt an dem ganzen Vorgang wesentlich interessiert. Nämlich, ich habe gedacht, das ist doch eine völlig irre Situation, dass ich jetzt, weil ich den Beruf habe, den ich habe, mich da in so eine Situation reinbegeben kann, wo ich anderen Leuten, und zwar hauptsächlich meinen Kollegen, dabei zugucken kann, wie sie sich etwas vorstellen, wo ich tatsächlich dabei gewesen bin. Ja? So, aber zwar nicht als Berater oder irgend so ein Quatsch, sondern ich stehe da einfach dabei und setze mir auch einen Hut auf. Und das war für mich wirklich erkenntnisreich. Also ich glaube, dass dieser Verfremdungsmoment, der da stattgefunden hat, dass der Schauspieler Mendel Willy Brandt gespielt hat, das war für mich total interessant. Ich habe natürlich in keinem Moment gedacht, das ist jetzt mein Vater. Das wäre ja, also, das wäre ja totaler Quatsch. Sondern diese Abstrahierung in gewisser Weise, die das beinhaltete. Und dadurch, dass der für mich in jeglicher Hinsicht natürlich überhaupt nicht mein Vater war, aber gleiche Sätze gesprochen hat und sich in gleichen Räumlichkeiten bewegt hat und Situationen nachgestellt wurden. Das hatte für mich tatsächlich einen großen Erkenntnisgewinn und hat mich eigentlich zu der Überlegung gebracht, vielleicht ist es ja so, wenn man sich mit so existenziellen Erfahrungen und Situationen der eigenen Biografie beschäftigt, dass es ein Irrtum ist zu denken, man müsste immer näher rangehen, um die zu erkennen und besser zu verstehen. Und vielleicht ist ja die gegenteilige Bewegung eigentlich die interessantere und aufschlussreichere, zu sagen, nee, ich muss eigentlich auf Distanz mal gehen dazu. Nicht im Sinne einer emotionalen Abgrenzung, sondern ich muss den Blick weiten darauf. Mhm. Und dafür war das sehr, sehr hilfreich. Das war so, und das ist das, weshalb ich wahnsinnig froh bin, das damals gemacht zu haben. Ja, aber das ist natürlich sozusagen, da kann ich jetzt heute mit Ihnen drüber sprechen in der Form, das wäre damals nicht vermittelbar gewesen, ja, weil ja auch ein Film beworben wurde oder irgendwas und weil das wahrscheinlich auch gar nicht so interessant gewesen wäre als Motivation oder so. Oder ich habe mir da ja auch in gewisser Weise auch was mir angeeignet oder missbraucht, wenn man so will. Ja, ich habe ja diesen ganzen Apparat für eine im Grunde persönliche oder private Untersuchung. Aber das fand ich, also das war trotzdem, das war für mich sehr, sehr schön und
und gewinnbringend, muss ich sagen. Es gab so einen Schlüsselmoment in der ganzen Geschichte, weil das wurde ja immer irrwitziger bei diesen, Dreharbeiten, den Guillaume, der Regisseur Storz hatte mich gefragt, das war sozusagen rein hypothetisch, der hatte mich gefragt, was, wenn du da mitspielen würdest, was würdest du denn spielen wollen? Und dann habe ich das sofort gesagt. Ich habe sofort gesagt, Guillaume, aber gar nicht, mir war zwar der Irrwitz klar, aber ich fand den tatsächlich als Rolle erstmal am interessantesten, weil ich dachte, ja, der ist sozusagen, der bietet natürlich die meisten Möglichkeiten, weil von dem weiß man nichts. Von dem kennt man nur ein Foto, irgendwie mit Sonnenbrille oder wie der so mal über die Schulter guckt und so. Und mehr wusste man ja nicht von dem. Und da ich kein Freund der Imitationsschauspielerei bin, also ich finde das ich habe nie verstanden, wo sozusagen der Reiz darin liegen soll, jetzt, keine Ahnung, Helmut Schmidt zu spielen, wenn man ja jeden Tag in der Tagesschau Helmut Schmidt sieht und dann geht es ja nur darum, wie gut imitiert man den. Ja? Das hat aber in dem Sinne, das ist ein anderes Metier eigentlich. Das hat mit Schauspielerei in dem Sinne gar nicht so viel zu tun. Also deshalb, das war eine rein so eine professionelle Geschichte, dass ich das gesagt habe. Und dann hatte ich eben den Salat. Ja? Außerdem fand ich ich fand es irgendwie lustig, den Gedanken, das zu machen. Kam dann auch noch dazu, hatte aber in der Rezeption auch keinen Platz, was niemandem vorzuwerfen ist. Aber so verhielt sich das ein bisschen bei mir. Was ich noch sagen wollte dazu, zum Abstand oder zur Funktion der Verfremdung, die sehr hilfreich sein kann im Blick auf sich selbst. Es wurde dann, wir drehten tatsächlich in dem Haus, in dem ich aufgewachsen bin, in Bonn. Da endeten die Dreharbeiten, was für mich irre lustig war. Und ich hatte mir sozusagen, die einzige Bedingung, die ich gestellt hatte vor den Dreharbeiten, war zu sagen, ich möchte hier keinerlei Beraterfunktion. Ich beantworte keine einzige Frage. Woran die sich auch gehalten haben, das manchmal sehr, hat die das große Mühe gekostet, was ich auch verstehe. Aber das war für mich total klar, dann wäre für mich der Zauber zerstört gewesen, der Sache. Und dann wurde gedreht, es gab ja auch einen jungen Schauspieler, einen 10-jährigen Schauspieler, der mich gespielt hat und dessen Kinderzimmer wurde gebaut da. Ja? Also mittlerweile, da war ja nichts mehr von übrig, das musste sozusagen hergestellt werden. Und als das fertig war, haben sie mich gefragt, ob ich mir das angucken möchte. Habe ich dann auch gemacht und hatte mit dem Zimmer, mit meinem Zimmer nichts zu tun, war aber total gut. Ja? Also war insofern richtig. Ja, Fiktion, ja? Wahlfiktion. Ja. So. Und sie hatten sich aber um ein Zimmer vertan. Also sie waren im Zimmer nebenan gelandet. Und das schien mir geradezu sinnbildlich zu sein für alles, was ich eben langwierig versucht habe zu beschreiben. Weil ich dachte, ja, das ist genau richtig so. Es geht irgendwie, ich suche immer nach dem Zimmer nebenan, weil ich das fast aufschlussreicher finde als das andere. So. Sie waren noch mal in dem Haus, da gab es aber nicht das zweite Zimmer, das Sie immer suchen. Das war für den Film Schattenväter. Das war, also in dem Schatten der Macht regnet es immer, da schneit es immer. Also auch jeden Fall wahnsinnig kalt und sie laufen da durch diese Villa und es ist irrsinnig kalt. Da stehen natürlich auch keine Möbel und nichts rum. Und können Sie sich daran noch erinnern, können Sie sich heute daran erinnern, wie Sie dieses Reenactment eigentlich damals gemacht haben für diesen Film, der ja so eine Parallelmontage mit dem Sohn von Günter Guillaume war. Ich habe den gestern noch mal angeschaut, das ist schon auch, nimmt einen schon auch mit. Da sind sie auch sehr viel jünger und noch sehr viel angefasster von dem. Total.
Ja. Ja, ich müsste mir das nochmal angucken jetzt, ehrlich gesagt. Also ich weiß, dass das damals, ich fand das, einerseits interessant, andererseits ging es mir auch gegen Strich und ich wollte mich dem aussetzen und auch wieder nicht. Und all das bildet sich irgendwie ab. Insofern, sagen wir mal, im dokumentarischen Sinn gut, ja, weil man jemanden sieht, der damit überhaupt nicht im Reinen ist. So, also ich spekuliere jetzt mal, weil ich habe das tatsächlich seitdem nicht mehr, aber das ist so meine Erinnerung daran. So habe ich es währenddessen auch empfunden, aber fand das auch in Ordnung. Hm. Also ich, warum, weil das habe ich immer gedacht, warum ist das sozusagen das Nonplusultra, mit den Sachen immer im Reinen zu sein? Ist also alles, was uns an der Kunst, an der Literatur, am Film, am Theater interessiert, sind doch eigentlich eher Menschen, die nicht mit sich oder die mit was arbeiten, sich an was abarbeiten. Das ist doch immer interessanter als die, die vermeintlich die Dinge gelöst haben, oder? Und insofern, insofern kann ich Ihren Eindruck bestätigen, ich glaube, besonders angenehm war mir das nicht. Jetzt habe ich noch, das hatte ich Ihnen geschrieben, 5 ganz kurze Fragen, Herr Brandt, die wir allen stellen. Das schließt eigentlich an das, was Sie vorhin sagten, dass Sie eigentlich kein Heimatgefühl haben. Und, aber wenn es sowas gibt wie ein deutsches Gefühl oder ein Moment, an dem Sie sich deutsch gefühlt haben, man fühlt sich ja manchmal auch, also ich kenne das eher, dass ich mich unwohl deutsch fühle. Ja. Können Sie sich daran erinnern? Können Sie so einen Moment, dass Sie auf Ihr Deutschsein zurückgeworfen wurden, beschreiben? Ach ja, natürlich, weil ich, also das gibt es sowohl im Positiven als auch im Negativen, muss ich sagen. Ich bin natürlich auch noch groß geworden zu einer Zeit, wo man durchaus, also ich weiß, als Jugendlicher, wenn man beispielsweise nach Holland gefahren ist oder so, das war sozusagen, konnte man das noch sehr deutlich erleben, dass man abgelehnt wurde. Auch als junger Mensch, der eindeutig und sichtbar damit nichts mehr zu tun hatte, einfach nur, weil man Deutscher war. Ich finde ich war mal als Schauspieler am Schauspielhaus Zürich engagiert und auch in der Schweiz kann man als Deutscher Diskriminierungserfahrungen machen. Was ich aber, das war zwar mitunter in einzelnen Momenten unangenehm, ich fand das aber als Erfahrung bereichernd, ja? Weil das ja mittlerweile gar nicht mehr so oft ist, dass man als ein Mensch wie Sie oder ich eine wirkliche Diskriminierungserfahrung macht. Und ich fand das ganz lehrreich. Also so, da habe ich mich natürlich deutsch gefühlt, weil ich zugeordnet wurde, ja? Ohne dass ich selber einen Anteil daran hatte. Mhm. Deutsch fühle ich mich grundsätzlich immer in der Sprache. Also ich habe eine große Anhänglichkeit an die deutsche Sprache. Und sie ist ja auch mein Arbeitsmaterial. Und ich wüsste gar nicht, bewundere Schauspieler immer so sehr, die so international arbeiten und sich in unterschiedlichen Sprachen da bewegen. Ich weiß gar nicht, also mir ist das immer sehr fremd, weil ich das Gefühl habe, das ist das, wo ich wirklich zu Hause bin und wo ich sozusagen, ich mag diese wahnsinnig langen aneinandergereihten Wörter, die man da produzieren kann, auch wenn man es nicht sollte. Und wo ich das Gefühl habe, da kenne ich die Wörter, die gesagt werden und ich kenne die, die nicht gesagt werden, die ja mindestens genauso wichtig sind. Und wenn sie nicht gesagt werden, hört man sie trotzdem und ich kenne jede hochgezogene Augenbraue, da weiß ich, was damit gemeint ist. Und das ist ja auch alles Bestandteil der Sprache. Also das, wenn ich
formulieren sollte, wo hier mein Zuhause ist, dann ist es, glaube ich, in dem. Haben Sie in der Sprache so etwas wie einen Lieblingsdialekt? Naja, das ist ja, man kann ja Dialekte nicht lernen. Das liest man doch immer in den Biografien von Schauspielern, spricht auch bayerisch, schwäbisch. Ja, das ist aber sozusagen eine Form von Imitation, aber in dem Sinne, wie ich eben versucht habe, das zu beschreiben, das, die Augenbraue. Das geht nicht. Ich bin ja im Rheinland aufgewachsen und im Moment arbeite ich in Köln wieder für mehrere Monate. Das ist sehr lustig, weil meine Frau sich immer beschwert, wenn ich nach Hause komme, warum ich so singen würde. Ich habe nie wirklich Dialekt gesprochen, aber ich habe ihn gelernt, weil ich am Fußballverein war und so und wie das als Kind eben so ist. Ich weiß gar nicht, ob ich den besonders mag. Ich finde den rheinischen Dialekt tatsächlich sehr lustig. Und ich finde es auch mentalitätsmäßig lustig da. Und eine gewisse... ich begegne eine komische Mischung, was ja sozusagen der Außenblick, wenn man so lange weg war, macht einem das ja leichter, so eine komische Mischung aus großer Klappe und Unterwürfigkeit, wenn es dann mal ein bisschen Gegenwind gibt. Und das ist irgendwie ganz, ja, aber ich bin da ganz gerne und höre die auch ganz gerne. Also eindeutig eine Liebeserklärung an den rheinischen Dialekt. In gewisser Weise ja. Schon, ja. Ja. Hm. Ja. Haben Sie sowas wie ein Lieblingsessen auch? Und etwas, was Sie gar nicht gerne essen? Von der deutschen Küche, ja. Von der deutschen Küche. Was ich nicht mag, ist Sülze. Ja? Also irgendwas überhaupt, oder sozusagen Aal in Gelee, sowas. Das habe ich mich immer gefragt, woher das ursprünglich kommt, ob das, also diese Hingezogenheit zu Gelee, ist mir doch... Das ist mir eher fremd und das fand ich immer auch eklig. Ja, alles was mit Innereien zu tun hat, mag ich nicht. Und ich mag sehr gerne Rouladen, was wahrscheinlich, das würde ich als mein Lieblingsessen bezeichnen, was wahrscheinlich mindestens jeder Zweite in dieser Reihe hier tun wird. Also ist auf jeden Fall meine bescheidene Feldforschung auf dem Gebiet, da liegen die auch ganz klar als Favorit vorne. Ja, das ist, beim Film gibt es manchmal, da darf man sich was wünschen, beim Catering, wenn es zu den letzten Drehtagen hinkommt. Und die Leute wünschen sich immer entweder Rouladen oder Königsberger Klopse. Gibt es eine deutsche Erfindung, auf die Sie nicht verzichten möchten? Odol oder... Ja, es ist ja so viel. Also manchmal weiß ich auch nicht, ob es eine deutsche Erfindung dann ist. Ja, viele Dinge. Also ich wollte jetzt eigentlich sagen, die Büroklammer. Die ist aber keine deutsche Erfindung. Sondern die Büroklammer, um das nochmal sozusagen kurz anzuknüpfen an das, worüber wir eben sprachen. Die Büroklammer ist eine der wenigen norwegischen Erfindungen, die es zu Weltruhm gebracht haben. So. Ach, das wusste ich auch nicht. Ja, das ist ja amerikanisch, ja, ja. Sofort. Ja, so sehen Sie. Mhm. Ja, so ist es. Aber danach haben Sie ja nicht gefragt. Und ist das Fahrrad eine deutsche Erfindung? Ja, das kommt. Ja, ne? Ja, genau. Ja. Das Fahrrad. Das ja. Fahrrad finde ich eine unglaubliche Erfindung. In der Einfachheit und in der Effektivität. Ja. Ja? Ja. Und darauf würde ich keinesfalls verzichten wollen. Wobei es ja diese schöne Fahrradanekdote aus Ihrem Buch gibt, auf die ich nochmal zu sprechen kommen muss. Ja, richtig. Wo das Fahrrad irgendwie Ihrem Vater nicht so gute Dienste geleistet hat. Nee, aber da ich
sozusagen. Aber 40 Jahre später ein toller Buch, eine tolle Szene draus geworden. Und da ich glücklicherweise mit meinem Vater nicht identisch bin, ist es eben, lehne ich da jegliche Verantwortung. Da konnte ja auch das Fahrrad nichts für, sondern wenn, dann er. Kennen Sie einen guten Witz über Deutsche? Ja, es gibt ja, eigentlich müsste man sagen, es gibt ja in England den Witz, was ist das dünnste Buch der Welt? 1000 Jahre deutscher Humor. Das wäre er dann. Okay, muss ich sogar lachen. Vielen Dank. Ja. So. Das ist sehr lustig. Okay. Ja, vielen Dank. Okay. Ja, sehr gerne. Schön.